Hallo liebe Freunde des entspannten Laufens. Ich bin auf einer Hausrunde unterwegs, beziehungsweise ein bisschen abseits von der Hausrunde. Und zwar mit einem super top Lauftrainer, den ihr vielleicht kennt aus der Barefoot Academy, dem Pierre. Und weil der so ein toller Lauftrainer ist, sind wir mit dem Fahrrad gefahren heute. Und ich zeige dem Pierre so ein bisschen was hier von dem Kottenforst. Und wir fahren an einen besonderen Ort, an die Alanus-Hochschule und schauen uns da was an. Pierre ist unter anderem durch einen Spruch bekannt, und zwar, dass er immer von euch verlangt, dass ihr mit einem Lächeln auf die Backe laufen sollt. Und da soll es heute darum gehen, warum das so wichtig ist, beim Laufen zu lächeln. Lieber Pierre, ein Lächeln auf die Backe, gilt das auch beim Fahrradfahren? Im Ernst? Ja. Ich habe mich immer eher gegen Fahrrad, ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Ich stehe tatsächlich lieber auf meine Füße, fühle ich mich auf jeden Fall sicherer. Ja, aber lächeln darf man trotzdem. Immer. Warum? Ja, für mich persönlich, das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte auch nicht zu lang nachdenken darüber, aber tatsächlich ist es vielleicht, weil ich habe sehr oft fremde Leute mir gegenüber. Mhm. Und wenn ich die Leute angucke, vielleicht habe ich Angst, dass sie solche komische Gesichter ziehen und dass es überhaupt nicht gefällt, was ich da mache und tue. Und wenn ich von vorne an vielleicht sage, komm Leute, bring mir mal ein Lächeln auf die Backe, vielleicht kann ich besser damit umgehen. Also wenn es geht wirklich um mich. Natürlich gibt es sicherlich noch gute Gründe, andere Gründe dafür, dass man mit einem Lächeln laufen geht, sehr positiv sein sollte. Ja, natürlich. Und auch noch, ich habe ganz selten Menschen gesehen, mit einem Lächeln laufen, eher der Gegenteil. Ja. So, vielleicht deswegen auch. Das hört sich ein bisschen für mich an wie bei Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wenn du den Leuten sagst, mach mal ein Lächeln auf die Backe und die machen das dann und dann geht es dir besser. Ja, nach dem Motto vielleicht. Ja. Ne? Okay, das ist eine andere Antwort, als ich erwartet habe, aber ja. Besser, ja, nur keine Fressen. Vielen Dank. Danke. Und wenn man sich das angucken? Die ganze Welt. Pierre, gab es eine Zeit, wo du selber gelaufen bist oder eben durchs Leben gegangen bist, eher ein bisschen verbissener warst oder sowas? Gab es das? Ja, tatsächlich, das ist die meiste Zeit sogar. Das hat dazu geführt, bis zum ein selbststörerischer Prozess, bis zum völlig erschöpft sein, Unzufriedenheit und immer eine Sehnsucht nach mehr, schneller, doller. Und ich kriege, glaube ich, täglich noch die Quittung dafür. Mhm. Das heißt, was ist die Quittung dafür? Ja, die Schmerzen für morgen beim Aufstehen, dauerhaft beim Physiotherapeuten zu laufen. Danke. Sie sind nicht mit drauf. Doch. Am Harte. Ich habe Hasenohren gemacht. Ich möchte genießen heute das Laufen. Und mein persönliches Ziel ist am Ende des Laufens noch gut zu gehen. Immer noch mehr ein Lächeln. Und das finde ich viel schwerer sogar als schlecht zu gehen. Das ist ein bisschen so mein heutiges Ziel. Ich hatte im letzten Video angekündigt, dass ich mit euch mal noch zur Alanus-Hochschule fahre. Das ist eine anthroposophische Hochschule hier oben im Kottenforst, ganz nah meiner Hausrunde. Und hier wird das nächste Seminar, unser nächster Workshop, ein Achtsamkeitswochenende stattfinden mit dem Pierre und mit mir. Und ich habe jetzt den Pierre hier mit hingenommen. Und hier gibt es Übernachtungsmöglichkeiten und tolles Essen. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir das hier machen können. In einer Metastudie, die vor gar nicht so langer Zeit veröffentlicht worden ist, ich habe den Link dazu in die Beschreibung des Videos reingepackt unten. Und zwar ist da gesagt worden, dass tatsächlich die Mimik und die Körperhaltung einen Einfluss auf unsere Stimmung
haben kann und nicht nur umgekehrt. Also dass wir natürlich, wenn wir in schlechter Stimmung sind, in mieser Stimmung sind, irgendwie die Mundwinkel nach unten ziehen, ist ja klar, das weiß jeder. Aber dass es andersrum, wenn ich das künstlich erzeuge, dass es eben auch andersrum sein kann, dass dadurch meine Stimmung aufgehellt oder eben verdunkelt wird. Und ich persönlich, ich mache das ab und an, dass ich halt eben mich zum Lächeln motiviere. Und das habe das Gefühl, ja, insgesamt geht es mir vielleicht ein kleines bisschen besser oder ich nehme unangenehme Situationen weniger unangenehm wahr. Und wie ist deine Erfahrung damit? Du hast es gerade eben gesagt mit dir selbst, du hast das Gefühl. Und tatsächlich, darum geht es bei mir, weil ich merke, die kommen alle zum Kurs, sehr rationale. Die erwarten wie auf eine Rezepte zu bekommen, okay, was muss ich machen, sehr viel Kopf. Und das ist genau der Gegenteil, was ich möchte. Ich möchte, dass sie mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Also durch ein Lächeln, das macht die Stimmung etwas mit Freudiger und die gehen dann am Ende des Tages mit einem guten Gefühl nach Hause. Und das ist genau das, was ich möchte, dass hängen bleibt bei den Menschen und nicht die ganze Theorie, was da gepackt wird. Kann es sein, dass Gefühle am Ende auch erinnerungswerter sind? Dass wir uns vielleicht lieber an ein Gefühl erinnern als an einen Gedanken? Also, ja? Das ist, was ich als Trainer erreichen möchte. Dass das, diese Gefühle. Man weißt du noch damals und so, ne? Diese Geschichte, ja. Tatsächlich gibt es eben Versuche, wo es auch um negative Emotionen ging, dass man gemerkt hat, dass Menschen mit Depressionen häufig eine spezielle Falte, eine Zornesfalte im Gesicht haben. Und man hat tatsächlich diesen Menschen Botox gespritzt in die Falte, in die Stirnfalte. Und sie wussten nicht, dass es um ihre Stimmung dabei geht. Und tatsächlich gab es eben da das Ergebnis, dass auch die Stimmung alleine durch das Entfernen oder das künstliche Entfernen der Zornesfalte die Stimmung verbessert wurde. Also das ist schon erstaunlich, was da möglich ist. Trotzdem, ich habe ja selber in der Psychosomatik lange gearbeitet und da hatten wir durchaus schon mal Menschen, die Dauer gegrinst haben und da habe ich das Gefühl gehabt, das sieht irgendwie einfach fake aus und die grinsen nur und die sollten eigentlich mal an ihren Zorn, an ihren Ärger kommen, den sie haben und nicht nur einfach dauernd so eine Maske aufsetzen. Und tatsächlich gibt es da eben auch einen Hinweis darauf, dass wenn wir jetzt nur lächeln, dass das letztendlich unauthentisch ist und dass das keine positiven Auswirkungen auf unser Gehirn hat. Ne, dass wenn wir uns dazu zwingen zu lächeln, obwohl wir uns eigentlich nicht gut fühlen. Und da habe ich die Vermutung, dass es daran liegt, dass wenn wir es für andere machen, das heißt, man hat das bei Stewardessen festgestellt, die im Flugzeug immer lächeln sollen, dass die immer weiter mit der Psyche runtergingen. Und ich habe mir gedacht, das liegt wahrscheinlich daran, dass wenn wir es für andere tun, also um andere zu erfreuen, und eine Maske aufsetzen, dass das nicht gut funktioniert. Also wenn lächeln, dann wirklich, weil man verstanden hat, dass es einem selber, dass man nach innen lächelt und nicht nur nach außen. Pierre, du bist Ausbilder in der Barefoot Academy, in Level 2 Workshop, wo wir tatsächlich ein bisschen mehr Gas geben, bist Leichtathlet, lange Zeit gewesen in der Jugend, in der Leichtathletik, bei der belgischen Armee gewesen und so weiter. Und doch bist du mit mir in einem Achtsamkeitskurs, wo wir tatsächlich das ganze Tempo rausnehmen. Wie kommt das immer wieder, dass du da so gerne auch in diese Themen gehst? Regeneration, Entspannung, Lächeln auf die Backe. Wie ist das gekommen? Was ist da passiert? Ja, also Pelle, ich hatte keine andere Wahl erstmal. Ich war irgendwie gezwungen. Das ging gar nichts mehr anders. Nach 4 Muskelfaserriss in 1 Jahr, mein Körper hat mir gezeigt, jetzt mach es anders bitte. Es geht nicht mehr so. Also genauso trainieren weiter. Und da habe ich erstmal angefangen, mich umzuschauen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Weil die letzte Möglichkeit, die ich hatte, das war aufzugeben. Das habe ich gelernt, seit früh weiterzumachen, aber halt anders. Das war, denke ich mal, meine Rettung dabei. Und bin ich heute dann anders unterwegs drauf, was tatsächlich mir besser gut tut. Das heißt, du kannst die Leute, die so richtig Gas geben und so weiter, du kannst sie schon verstehen, aber du sprichst schon auch eine kleine Warnung aus, oder? Ja, also im Spitzensportbereich, das wird eh gepflegt.
Das ist mehr für die Hobby und für die große Masse. Die möchte gerne wie die Spitzensportler werden und die schauen immer auf die Spitze und vernachlässigen nämlich die Regeneration. Und das ist genau die andere Hälfte. Jetzt habe ich dich heute hier an die Alanus Hochschule gebracht, weil wir zusammen einen Workshop hier geben. Und jetzt hast du das hier heute auch das erste Mal gesehen. Und was kommt dir da für Ideen für den Workshop? So, spürst du da was? Kitzelt das schon? Kriegst du schon Lust? Ja, ich freue mich schon sehr. Ja, tatsächlich, der Umfeld ist entscheidend, um ehrlich zu sein. Und alleine sich hier rumzugucken, das bringt wieder ein Lächeln auf die Backen. Und ich freue mich wirklich sehr, jetzt hier bald zu kommen. Ja, wenn du mit einem Lächeln auf den Backen einmal aus einem Wochenende rausgehen willst, dann begleite uns doch, den Pierre und mich, hier in die Alanus Hochschule, und zwar am 3. und 4. Oktober, und zwar buchbar über die Barefoot Academy. Das Ganze ist als 2-Tages-Workshop geplant mit Übernachtungsmöglichkeit. Das muss man dann aber selber buchen. Und zwar hier in der Alanus Hochschule gibt es, glaube ich, 35 Zimmer, wo man sich einmieten kann. Das heißt, man muss dann nicht in ein urbanes, ziviles Feld zurück, sondern man kann hier auf dem Gelände bleiben. Und wir werden hier hoffentlich 2 wirklich coole Tage verbringen, wo es um Atmung, Regeneration und Stressreduktion und Kommunikation gehen darf, aber insbesondere auch ganz viel raus, ganz viel Erfahrung machen hier im nahegelegenen Kottenforst auf meiner Hausrunde mit dem Pierre und mir, wo es um Gehmeditationen geht, sich selber wieder spüren lernen, und da möchte ich euch ganz herzlich zu einladen, und wir freuen uns auf euch. Und ich mich auch. Also, bis ganz bald. Ich versuche es immer mehr, nur die Leute akzeptieren, so wie die sind. Einfach so wie die sind. Auch wenn es mein einseitiger Kopf von mir sagt, hey, hallo, na, das stimmt irgendwas nicht. Ich will nicht die belehren, immer wieder. Ich will das abschalten, ich will die Leute einfach annehmen, so wie sie ist. Es ist denen ihr Leben, und ich muss gucken, das ist mein Leben. Das ist so ein bisschen so mein momentan, was ich möchte, gern mehr, was für mich. Ich habe genug an mich zu arbeiten, nach dem Motto. Lustigerweise, oft man kommt zu mir und sagt, trag die Sache nicht so. Wenn du so weitermachst, dann bist du in 20 Jahren kaputt. Auf der Arbeit und so weiter. Ich sage, bin ich einmal zu dir gekommen und dir gesagt, du sollst aufhören, das zu essen? Oder du sollst lieber so gehen? Oder wenn du so weiter bewegst, kriegst du ein künstlicher Hüft? Worauf immer. Ich gehe auch nicht zu dir, Junge. Lass mich in Ruhe. Ich passe auf mich auf. Na, guckst lieber bei dir. Ich möchte nicht, dass man bei mir versucht, mir zu sagen, was ich da haben will. Das ist ein bisschen so übergriffig. Ja, aber so sind die meisten irgendwie. Habe ich bei mir in der Firma erlebt. 3 Personen schwere Teil am Tragen, 3 Personen kamen zu mir und versuchen mir zu sagen, Junge, ist Bescheid, was du machst. Ich sage, Belastung und Entlastung. Ein Kombi von beiden ist wichtig. Mehr kann ich nicht sagen. Das braucht beide. Nur Entlastung, nur Entlastung, nur Entlastung, wirst du fauler. Die Gelenke, wie soll die stabiler werden? Da musst du dich belasten. Und wieder stärken. Aber mit einer guten Kombi, Entlastung, Belastung, Entlastung. Die Kombi von beiden ist entscheidend. Ende. Mehr gibt es nicht zu sagen. So einfach ist das. Ne?